gegen das Internet. Ich zeige Ihnen erstmal den Anfang des Beitrages. Sie wollen gehört werden. Mit ihrer Kritik, mit ihrer Wut. Jeden Montag suchen die Gegner von Stuttgart 21 die Öffentlichkeit. Doch nicht die öffentlichen Medien. Denen sagen sie die Meinung. Gerne unerkannt. Also wir sind insgesamt Johanna Almstedt, die wird uns näher erklären über die Berichterstattung. Andere erzürnen sich öffentlich. Es wird gar nicht genau hingeschaut und dann berichtet. Ich persönlich boykottiere sogar euer Sender. Ich schalte es nie wieder ein. Zu einseitig sei die Berichterstattung, von der Bahn manipuliert, von großen Interessensgruppen beeinflusst. Manche haben aus dieser Überzeugung ihre Konsequenzen gezogen. Ja, ich habe also den Fernseher alles abgeschaltet, alles abgedreht. Ich nehme nichts mehr. Ich informiere mich selber. Wo denn? Internet. Okay, könnte man sagen. Das Fernsehen ist selbstkritisch, hinterfragt sich selber. Ja, warum nicht? Nicht schlecht. Aber das war ja erst die Vorspeise. Der Hauptgang folgt dann ja erst. Der Medienwissenschaftler Franco Rota beobachtet diesen Rückzug ins Netz seit langem und mit großer Besorgnis. Besorgt insofern, als dass man natürlich schon sagen kann, dass ein Rückzug ins Netz gleichzeitig auch heißt, dass sich ganze gesellschaftliche Gruppen, ob größere oder kleinere, sich zurückziehen von der allgemein zugänglichen Öffentlichkeit, dass sie sich in Netzen sozusagen verschanzen, immunisieren und damit nicht mehr in der öffentlichen Diskussion direkt stehen. Ist Ihnen klar, was der gerade behauptet hat? Er sagt, im Internet bekommt man nur einseitige und verfälschte Berichterstattung, während man im Fernsehen in voller Breite informiert wird. Also, liebe ARD, die Tendenz ist doch wohl eher umgekehrt, würde ich mal sagen, ne? Aber es geht noch weiter. Ein Medium wie geschaffen, auch für Medienschelte. Die Medien sind gleichgeschaltet und dem Machtkartell unterworfen, ist da zu lesen. Die Kunst der Propaganda hat Hochkonjunktur. Kampagnenjournalismus aus der Steinzeit und immer wieder Lügenpack. Ich kann im Netz natürlich logischerweise völlig losgelöst von journalistischer Kontrolle meine eigene Meinung posten, platzieren. Ich kann suggestiv formulieren, ich kann manipulativ formulieren. Und aus diesem Grund ist das natürlich ja eben eine Verkürzung von Transparenz. Transparenz, Kommunikation, das ist es, was die Gegner immer fordern. Viele aber ziehen sich immer weiter zurück. Raus aus dem öffentlichen Diskurs, rein ins Netz. Ist das nicht unfassbar? Der öffentliche Diskurs findet gerade im Internet statt und eben nicht im Fernsehen. Und die ARD behauptet steif und frech, es sei umgekehrt. Schon allein dieser Propagandabericht unterstreicht ja im Grunde genau das, was die kritischen Geister im Internet übers Fernsehen sagen.